So, in diesem Video möchte ich jetzt mein Fensterornament erstellen. Es besteht aus drei Spline-Objekten, die dann hier zwischen den beiden Segmenten auf dem Außenring platziert werden. Also erst vervielfältigt und dann platziert werden. Ich gehe mal in meine Ansicht von oben. Habe extra für dieses Video ein Hintergrundbild erzeugt. Das hole ich mal rein über Modus, Ansichten, Einstellungen, Hintergrundbild. Oh, hier kann man es laden. Auf diesem Hintergrundbild sind meine Koordinaten für die Spline-Objekte. Ich mache es mal ein bisschen kleiner hier auf 28, sollte reichen. Oh, muss natürlich jetzt hier ein bisschen reinscrollen. Das hier ist also mein Hintergrundbild mit den Spline-Koordinaten. Dies ist das erste Spline-Objekt, dieses bezeichnet das zweite und dieses das dritte. Ich beginne mit dem ersten Spline-Objekt, hole mir aus Splines ein Linear-Spline, setze einen Punkt. Mein Steuerkreuz ist noch ausgeblendet. Mit Alt und D kann man es rein und rausnehmen. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Beginne jetzt dem ersten Punkt hier, also Position 1, die ersten Koordinaten zuzuweisen. Der X-Wert soll sein unter Position -3,51. -3,51, sagte ich. Dann der Z-Wert hat hier eine 8,45, -8,45, -8,45. Das Ganze mit Enter bestätigt und mein Punkt sollte an die Position rutschen, die ich eingegeben habe. Jawohl. Ich setze den nächsten Punkt für Position 2, -3,7 im X-Wert, -3,7. Switche mit der Tabulatur-Taste rüber zum Z-Wert und gebe eine 9,85 ein, ohne Vorzeichen. 9,85, bestätige wieder mit Enter und auch dieser Punkt rutscht an die vorgegebene Position. Der nächste Punkt wäre dann der dritte. Die dritte Position hat einen Wert von -0,281 und im Z-Wert eine 9,85. 9,85. Wieder mit Enter bestätigt und auch der Punkt ist an seiner Position. Und so geht es jetzt immer weiter bis Punkt 15. Ich habe das mal hier ganz auf die Schnelle durchgezogen. Bin also schon bei Position 15. Hier sind die Werte. Ich möchte hier nochmal ein bisschen reinscrollen, um das zu zeigen. Ja, Position 15 ist erreicht. Die 1 liegt dicht daneben. Um das Spline jetzt zu schließen, klicke ich hier auf Spline schließen, setze hier einen Haken und mein Objekt ist geschlossen und fertig. Ich habe hier auch schon mal die anderen beiden Objekte erstellt, werde sie mal reinnehmen. Also mein zweites Objekt, wieder hier unter Spline, ein Linear-Spline geholt, ersten Punkt gesetzt und dementsprechend dann dieser Koordinaten mein zweites Objekt erstellt. Das gleiche gilt auch fürs dritte. Welches das hier unten ist. Ich sehe, hier ist noch was selektiert. Ich nehme die Selektion mal raus, einmal ins Leere. Beginne jetzt nochmal mit dem ersten. Und da möchte ich die Rundung noch ein bisschen bearbeiten. Ich muss darauf achten, dass die Ecken nicht mit ausgewählt werden. Also ich habe nur die Punkte ausgewählt mit der Live-Selektion. Gehe in Mesh unter Spline auf Runden. Klicke hier einen Punkt an und habe das hier schon mal schön gerundet. Selektion wieder aufheben. Das gleiche fürs zweite Objekt. Auch hier die Punkte auswählen. Shift-Taste drücken. Die unten gleich mit auswählen. Oh. Habe ich sie? Ja, bis dahin. Gehe wieder auf Runden. Hier sind meine Werkzeuge drin, die ich gerade benutzt habe. Hol mir hier das Runden wieder rein. Klicke einmal auf einen Punkt, egal welchen, und es ist wieder gerundet. Kommen wir zum dritten Objekt. Stopp, hier wollte ich die Selektion noch aufheben, also Live-Selektion, einmal ins Leere. Jetzt zum dritten Objekt, auch hier Punkte auswählen. Und wieder das Werkzeug Runden reinholen, Runden und
Einmal anklicken und wir haben hier auch gerundet. So. Live-Selektion einmal als leere Selektion aufheben. Jetzt mache ich die Koordinaten mal ein bisschen größer, damit man es auch nachvollziehen kann oder nachbauen kann. Also das sind die Koordinaten fürs erste Objekt. Ich hoffe, es ist gut zu sehen. Dann haben wir hier die Koordinaten fürs zweite Objekt. Es sind ein paar mehr, weil es sind zwei Rundungen drin. Und schließlich und endlich die Koordinaten fürs dritte Objekt. Jo. Ich wähle jetzt das erste erstellte und das zweite Objekt aus, werde sie zusammenbringen mit Verbinden und Löschen, also rechte Maustaste, Verbinden und Löschen. Hol mir aus dem Untermenü von Array eine Symmetrie, lege das zusammengelegte Spline-Objekt hier in Symmetrie. Spiegelebene ist ZY, ist in Ordnung. Mit Taste C konvertieren, habe ich ein Nullobjekt und kann da jetzt auch mein drittes Spline-Objekt oder beziehungsweise jetzt mein zweites reinlegen. Symmetrie bzw. mit Unterobjekten auswählen und alles verbinden und löschen. Da habe ich somit mein Spline-Objekt hier erstellt. Gehe in die zentrale Perspektive, hier in die Mitte, wo mein Spline-Objekt liegt. Drehen wir das mal ein bisschen rum. Hol mir aus Subdivision Surface ein Extrudieren. Lege mein Spline in Extrudieren. Extrudieren gebe ich hier vorne eine 0, ist schon drinne, hier eine 2,2 und hier auch eine 0. So, jetzt muss ich noch ein bisschen was mit den Deckflächen und Rundungen machen. Dazu gehe ich auf Deckflächen. Brauche Ende Deckflächen, Start bleibt so wie es ist, also Ende Deckflächen. Da steht drin Deckflächen und Rundungen. Da möchte ich noch ein bisschen was vergeben und bei Endstufe eine 2 eintragen. Und bei Endradius eine 0,3. Enter bestätigen. Damit ist mein Fenster auch nochmal fertig und kann vervielfältigt werden. Ich muss natürlich das Extrudieren noch in mit C konvertieren. Ja. Und Objekte mit auswählen und verbinden und löschen. Jetzt hole ich mir aus MoGrab einen Klon. Wo ist es dann hier? Und gebe dem Klon ein paar Koordinaten. Erstmal lege ich mein Extrudieren da rein, um zu zeigen, was das Klon mit meinem Objekt hier macht. Oh, schon mal ganz gut zu sehen. Ich gehe erstmal beim Klon auf Koordinaten und hebe das alles mal ein bisschen an auf einen PY-Wert von 22,5. Das ist hier 22,5. Enter bestätigt, kommt alles ein bisschen hoch. Jetzt gehe ich auf Objekt und gebe hier ein Radial ein beim Modus, damit es ein Kreis wird. Dann Anzahl brauche ich 27. Jo, haben wir schon mal einen schönen Kreis. Radial. Also Radial brauche ich, oder Radius besser gesagt. Ich komme hier auf Radial. Radius 377,8. Das ist hier ein Rutsch, macht nichts. Das beheben wir gleich mit der Ebene. XZ sollte uns alles aufs Gate legen. Jawohl, also alles auf dem Außenring. Jetzt ein Winkel, Startwinkel von 3 und ein Endwinkel von... ein Endwinkel, was brauche ich denn da? 35. Jo, uns alle waren nah beieinander. Allerdings nicht ganz in der Mitte, wie man sieht. Das kann man hier mit Offset noch beheben. Ich sag mal 1,6 wird sein. 1,6. Enter. Rutscht ein bisschen rüber. Ganz prima. Der Klon wird konvertiert mit Taste C. Und Objekte werden mit ausgewählt.
und verbinden und löschen. Rechte Maustaste. Jawohl. So, ich hole mir aus meinem Ordner, wo alles drin liegt, über Hinzuladen meinen Boolewürfel wieder rein, den wir anfangs erstellt haben. Mach ihn auf, klick mal kurz rein hier, guck mal kurz rein. Also ich brauche bloß den ersten und den zweiten, den dritten. Hier unten, die brauche ich nicht. Mit Entfernen haue ich sie raus. So, hole mir aus dem Untermenü vom Array ein Bool. Lege meinen Boolwürfel da rein. In Bool, dann meinen Clone. Und schon ist es ausgeboolt. Schauen wir es mal an. Ja, das habe ich mir gedacht hier. Die Ecken sind ganz schön ausgefranst. Also der Bool macht mir keine hohe Qualität. Ich kann den Haken hier rausnehmen. So, jetzt ist es wieder glatt. Alles in Ordnung. Des Weiteren hat mir mein Extrudieren-Werkzeug hier ein paar schöne Selektionen erstellt, aber vorher muss ich den Bool nochmal konvertieren. Taste C. Und Objekte mit auswählen und verbinden und löschen. So, jetzt kommen wir zu den eingefrorenen Selektionen. Wie schon gesagt, Extrudieren hat mir hier ein paar schöne eingefrorene Selektionen erstellt. Ich klicke die erste mal hier an. Doppelklick drauf. Die brauche ich jetzt nicht. Nehme die letzte. Ach, das ist die hier. Okay. Und sage, ich möchte das ein bisschen schmelzen. Mit Taste U und Z kann man das schön schmelzen. Polygone, die ich nicht brauche, habe ich hier mit weggeschmissen. Ich werde den Außenring mal deaktivieren. Drehe das Ganze um. Ja, um es so von unten zu sehen. Klicke hier vorne die Selektion an und werde auch die mit U und Z schmelzen. U und Z. Und eigentlich kann ich die ganz rausschmeißen. Taste entfernen, weil unten brauche ich sie nicht, sieht man sowieso nicht und ich habe wieder ein paar Polygone gespart. Das kommt dem Render nachher zugute, spart Renderzeit. Jo, außerdem können wir wieder aktivieren. Jetzt wird das hier noch vervielfältigt mit einem Array. Ich lege also meinen Bool in ein Array, sage dem Array ein Radius von 0 und Kopien brauche ich 8. Array auch konvertieren, Taste C und Objekte mit auswählen und verbinden und löschen. Objekte verbinden und löschen. Das Array kommt jetzt nochmal in eine Symmetrie. Die findet ihr auch im Untermenü vom Array. Array reinlegen und Spiegelebene XZ. Jetzt sollte das auch auf der anderen Seite sein. Ja. Symmetrie konvertieren. Und Objekte mit auswählen und verbinden und löschen. Und das Ganze umbenennen in Fensterornamente. Damit haben wir unsere Fensterornamente erstellt. Wenn der Name zu lang ist, der schreibt einfach Ornamente hin. Das sei an dieser Stelle egal. Ich finde es so schöner. Jo, wir können es mal rendern, wie es aussieht. Kleinen Testrender machen. Oh, schon mal ganz gut.